Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epsacher Heide. Wie ihr es hört, ich bin wieder da. Das heißt, der Hof ist gerettet. Mit dabei Basti. Hallo. Alf. Moin. Und Kalle. Moin. Ja, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, also nachredet ihr, Mann. Irgendwer noch, wenn euch pfeifen, sollte sich mal den Häcksler setzen. Ja. Naja, macht das einer von euch, sonst mache ich das. Ich bin schnell noch drinnen. Das heißt. Da war ich immer kompetent, würde ich sagen. Das heißt, ich nehme alles Anhänger. Kannst du machen. Ja, und Herr Hennes, erzählen Sie mal, wie ist es Ihnen im Urlaub ergangen? Ja. Haben Sie. Angenehm. Haben Sie uns vermisst? Schon, ja. Also abgesehen von Alf und Teuch, versteht sich. Naja, klar. Ei, je, meine. Den am meisten. Weißt du doch. Siehst du? Alf? So, ich drehe jetzt hier oben. Ich hab dich schon immer gesagt, der hat dich innerlich ganz doll lieb. Was willst du mir immer nicht glauben? Du hast immer gesagt, der Hennes, der hat was gegen mich. Hat er gar nicht. Das ist durch. Du. Max, warte. Gegen Alf habe ich ordentlich zu, gegen seine Art. Die Art gibt es von einem Menschen. Aber die ist bei jedem Menschen so ein blöder Art. Naja. Was siehst du, Hennes? Alf, Hennes mag deine Art. Hab ich dir schon immer gesagt. Was wolltest du mir nie glauben? Ich hab doch gerade gesagt, dass es nicht mag, aber gut. Ist doch egal. Ist doch egal. Solche dicke, so einen dicken Kumpel wollte ich immer haben. Ich wollte nur drehen! Ich kam andersrum nicht rum! Was soll das denn jetzt? Geh aus dem Weg hier! Ich wollte auch nur drehen! Kam jetzt damit oder was du durch die Gegend geschrien bist? Nee. Der Ladewagen voll? Mann! Nee. Wie voll ist er jetzt? 75%. Okay, dann machen wir noch eine Fahrt. Ja, die werden wir nicht mehr ganz schaffen. Aber ich werde Bescheid geben. Ja, klar. Wir hoffen, dass der Drescher das mitmacht. Also vom Ding her. Ja, wir haben da immer so einen Bug mit dem Drescher. Ich dachte, du häckselst. Ja, mit dem Häcksler. Ich sag mal, was fährst denn du? Ja, ich weiß es nicht jetzt. Mensch, die Lenkung ist nicht ganz ein. Ich hoffe. Ach, guck mal, dort kommt jetzt der zweite Johnny's angeräuchert. Angeräuchert mit einem Diesel. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, oh dort. Tschüssikowski, erstmal rund im Leuchter an. Aber das geht auch auf die Performance, die kannst du doch nicht kriegen. Ich hab auch rund im Leuchten, ich hab's sogar angemacht. Schön aus. Alf, ja, heiß zu fahren. Okay, ich fahr doch, das funktioniert doch so wie ich fahre. Ich fahr doch immer so einen halben Kreis, wenn ich hier renne. Das funktioniert. Und sich einfach fragen, was machen Sachen, ne? Genau. Was machen Sachen? Da hat das andere Flachs noch immer gebracht. Hallo, was machen Sachen? Der Sauna leckt sein. Das ist eigentlich YouTube-Grundform, der Sauna-Flip. Hä, das habe ich schon so oft gesagt. Warum sollte das denn das nicht sein? Keine Ahnung. Was kann ich? Hast du Angst, dass die Sauna-Biggie sich beschwert? Das Sauna-Fesorste. Genau. Da fährt nur 10 km/h schneller, geht da gar nicht. Ja, Leute. Kalle, ich habe das Gefühl, du wirst nichts mehr abkriegen. Oder? Doch. Auf jeden Fall nicht mehr voll. Ja, doch. Die Kalle wird garantiert nicht mehr voll. Doch, ich krieg seinen Hänger auch noch voll. Sich voll bedauert das. Ja. Nicht so wie beim Hennis. Hä? Woher willst du das wissen? Ich wollte gerade sagen, kannst du das denn einschätzen? Hä? Durch Erzählung. Weißt du, wie oft ich trainieren gehe? Weißt du, ich weiß, wie oft du den Riegel und den Fünften in der Nacht reinhaust. Alf, anderes Thema.
Anderes Thema. Das ist eine Proteinregion, wir haben mit dem Turnier überhaupt nichts zu tun. Da bist du langsam voll. Alpha hat das jetzt nicht ganz verstanden, den Witz mit dem Trainieren gehen. Damit ging es nicht um Gewichte, Alf. So, Kalle. Ich bin doch noch nicht mal voll, aber du machst trotzdem bei Kalle rein. Ja, das kann Alf doch nicht einstellen. Das müsstest du als 830 Stunden LS-Profi eigentlich langsam wissen, oder? Mittlerweile 840. Naja, siehst du, noch trauriger. Alter, hast du das gesehen, Kalle? Hast du den? Wow, pausiert. So eine. Kalle, hast du den? Hast du den Drift gerade gesehen von mir? Ja. Ja. Der war legendär. Wie er sich vordrängelt. Ja, kann nicht. Ich bin reingedriftet. Ich wollte eigentlich fahren. Du bist reingeslidet in meine DMs. Ja. Raus aus meinen DMs. Warte, ich auf meinen DMs raus, du Donner. Ja. Hilfe, ich bin stuck. Lauters Kack? Nein, ich bin stuck. So ein lauters Kack. Das auch, aber. Haben wir nicht irgendwo so eine kleine Abschlussstange? Ja. Ich denke, du hast die Folgen geguckt. Hab ich ja auch. Naja. Ja. Ich weiß aber nicht, wo die ist und ich weiß auch nicht, wen wir ziehen kann. Ich komm schon. Du hast auch gerade gefragt, ob wir eine Abschleppstange haben. Weil das müsstest du ja eigentlich wissen, weil genau. Halt den LS bringt. Ja. Schon. Merkst du das? Da haben wir uns wochenlang hier hingesetzt und uns eben abgeschwitzt, dass wir Content produzieren können. Und unser Geschäftsführer guckt sich das nicht immer an. Geschäftsführer kommentiert. Biene, bringungsfrei. Ja, ich weiß. Du hast denn das kommentiert? Kommentar pro Woche. Wenn es hochkommt. Der hat immer montags kommentiert, der hat immer die Montagsfolgen reingesneakt und das war's dann. Ja, ich hab die anderen auch. Dann hat er uns erzählt, er die ganze Woche. Und dann erzählt er hier, dass er irgendwelche Folgen kommentiert hatte. Hab ich doch auch. Da hat er mir das so hinter das Weg führen, merkst du das? Na klar. Das sind die richtigen. Das ist nicht mal Peter lustig hier. Weißt du, es ist genauso wie wenn der. Wenn du eine Ausarbeitung machst und der Typ, der das kontrolliert, der guckt sich nur das Deckblatt an. Ja, das macht alles das mit uns. Guckt sich nur die erste Folge der Woche an und das war's dann. Nur das Thumbnail. Ja, siehst du? Noch schlimmer. Stimmt, man konnte ja durchs Mittwoch Thumbnail entnehmen, dass wir eine Abschleppstange haben, weil ich einfach rausgezogen habe. Kalle! Was war das? War das Payback? Sammeln Sie Punkte? Was? Boah, wie oft bin ich schon im Drogeriemarkt meines Vertrauens angequatscht worden, ob ich eine fucking Payback-Karte habe und ob ich eine haben möchte. Wenn ich eine haben wollen würde, heißt das Plusquamperfekt, dann... Wer hat hier so scheiße abgekippt, sag mal? Hennes. Alf. Hennes. Einfach Hennes. Professionelle Landwirtschaft. Nee, aber wenn ich eine haben wollen würde, dann würde ich schon eine haben. Mich hat letztens so der Typ an der Tankstelle gefragt, wo ich E10 getankt habe. Vor allem hat er mich sogar geduzt, ne? Echt? Hast du schon eine Payback-Karte? Ich sage, nee. Der hat dich geduzt, du, das gibt Anzeige. Anzeige ist aus. Kalle, kannst du mal von hinten schieben? Weil das bringt ja einfach gar nichts. Wollen wir eigentlich mal in so einen Förderband investieren? Weißt du, wir haben gerade ganz andere Probleme, ne? Und womit fängt der Geschäftsführer wieder an mit dem Förderband? Ja, um die Silage wegzuschaffen, um Geld reinzuholen. Wir haben siehst kein Geld für den Förderband, dann liegt das. Ja, aber siehst du nicht, dass wir gerade andere Probleme haben? Ja, das sehe ich, aber da kann ich ja nicht bei helfen. Doch, du kannst zum Beispiel den scheiß Abschleppstange nehmen und vorne dranhängen. Wo ist die denn? Ja, dort liegt sie noch neben dem Reifenstapel, die ist sogar rot gekauft. Dort
Geh rüber. Geh nach links, andere Seite. Geh zu dem Hänger. Geh zu dem Hänger. Geh zu dem Silo. Geh zu dem Reifensilo. Geh zu dem Reifensilo. Ah, dort liegt sie. Dort liegt sie, weißt du? Die ist in Rot gemacht. Und Rot auf Grün, das fällt eigentlich auf. Das müsste sogar so blunder Fuchs wie du lesen. Sehen kann. Max, merkst du, der hat eine Rot-Grün-Schwäche? Wir haben schon einmal gewusst. Ja. Mensch! Deswegen versteht er nie, wie ein Ampel funktioniert. Jetzt leuchtet mir das wenigstens ein, warum er im ETS immer so beschissen fährt. Ja, warum er immer über rote Ampel fährt. Im ETS Multi fährt. Und rechts rum durch Kreisverkehr. Gut, das erklärt das jetzt nicht. Du kannst dich bloß von ihrer Seite anhängen. Ja, ich weiß, aber welche ist die richtige? Wenn die Seite nicht funktioniert, wird es logischer Konsequenz dann die... Die Kante. ...andere sein. Und der stellt sich hier hin mit der meisten Berufserfahrung. Hab ich auch. Kann. Ja, das habe ich gesehen. Wenn wir jetzt fahren nicht so schnell ist, das kann ich nicht abladen. So, jetzt fahr weiter. Das wird da ja Haufen drin. Wird's jetzt noch was oder machst du ja Pause? Ich bin doch dabei, ich soll ja nicht so schnell fahren. Ja. Der Drescher eigentlich rein hier in die Halle. Der Häcksler, Mensch. Ich hab's wieder am Montag. Appsdorf weiter am Montag. Ja. Häcksler fahren auf der Appsdorf weiter. Was kostet. Ey, die ist ja knallrot, Alter. Wie kann er das Ding? Ich bin in der falsche Richtung gelaufen. Ja, klar ist die knallrot. Sag ich doch. Ey, jetzt wirst du sogar von Alf gefrontet. Die ist ja, die ist ja, wie wenn du Atari gehst in MSC und einmal knallrot auswählst, ist das Ding ja lackiert. Das ist ja schon Metallic, das ist ja Luxus, ist das ja. Ja, weil es die in keiner vernünftigen Farbe gab. Alf, weißt du, was auch Luxus ist? Eine Tür. Wow, jetzt kommt er wieder mit der alten Kamera. Jetzt kommt er wieder mit Alf. weil ein Kefront einfällt, weißt du, das ist so schlecht. Jetzt kommt er mit der Tür um die Ecke, Alter. Oder so ein Führerschein. Oder die kann alle. Ein Führerreflex um die Ecke. Man zweimal. Wir könnten uns lieber mal drüber unterhalten, wie lange Hennes seinen Führerschein noch hat. Das wäre viel interessanter. Ja, also zweifel, dass er den noch lange hat. Ich auch. Ich kann mir vorstellen, wie du fährst. Wenn du so fährst, wie du im ETS fährst, na Prost Mahlzeit. Das ist ein anderes Thema. Nee, Real Life hat noch viel schlimmer. Das lohnt sich, dafür lohnt sich eine extra Folge. Weißt du, jetzt hat er sogar schon ein professionelles Gaming-Lenkrad. Und fährt trotzdem kacke. Mensch. Vor allem, jetzt hat er sogar ein Lenkrad und schleppt trotzdem die Stange zur Hand rum. Fährt trotzdem mit der Stange per Hand rum. Danke. So, ja. Ich fange mal bei Feld 2 an, ne? Mhm. Haben wir noch irgendein... Ja. Nee. Doch. Nein. Okay. Wenn ich zur Sache, Mensch. Gut. Da will mir egal nichts glauben. Nö. Bin ich jetzt verwirrt? Ja. Immer. Wow. Ich fange übrigens bei Feld 9 an. Weil der Drescher da gerade steht. Ich will mal ein bisschen hier. Ein bisschen Zaun. Keine Hände, muss durch einen durchfahren, würde. Dieser Sound. Für meine Zuschauer nehme ich mal deinen schönen Modding-Sound hier auf. Da hat er es gar nicht gemacht. Doch, der ist leicht dumpfer. Ja, leicht und da hat er sie nochmal. Und der Fahrer, drin, ist, also und der Fahrer in der, von diesem Turnier ist ziemlich dumpfer. Warum legt er die Stange mitten auf den Weg? Alf, das Schild habe ich da hingemacht, damit du weißt, wo du nicht einsteigen sollst. Deswegen meinte ich ja vorhin, ich habe mein Revier markiert. Er hat das dann nochmal ein Schild.
Ach ne, auf sein Voraus jetzt hat er, jetzt müssen wir es. Was laufen lassen. Kann man laufen lassen. Einfach laufen lassen. Raus, was muss, das muss, ne? Ja, und nicht drauf, was gehen wir zahlt. Was kann ich denn jetzt als nächstes nochmal machen? Huch, das war jetzt so nicht gewollt. Egal. Egal. Du könntest ja mal einen Kredit aufnehmen und ein Förderband kaufen oder mieten oder kannst du eben oder mieten einfach, musst du den Kredit aufnehmen und das zum Hof holen. Also wir haben noch den offenen Kredit über 50.000, ne? Ja, siehst du, dann wenn das die 560.000 Liter oder was das war, da jetzt raus ist. Mal, jetzt haben wir 100.000 Kredit, aber jetzt haben wir wieder 42.000. Naja, und die 100.000 kriegen wir locker wieder raus, wenn wir die Silage verkauft haben. Ja. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nie machen. Nee, wie willst du es denn machen? Anders auf jeden Fall. Erzähl. Ich wollte hier nicht so einen Buckel reinmachen. So. Senk der Traktor jetzt fester. Was? Du gehst mir auf den Buckel, habe ich gerade gesagt. Also das Förderband wäre nicht das Ding. Ich weiß ja nicht, was Hennes angedacht hat, was wir für ein Förderband haben wollen. Wir brauchen das erste, das S710 und das SL8022 Quantum. Brauchen wir beide, weil das sonst nicht funktioniert. In Olivgrün sagst du. Du kannst nur eine Farbe ändern. Eigentlich Agravis. Ja, ach du Scheiße. Bin hier komplett falsch gefahren. Was brauchen wir? Das ist 10. Dann brauchen wir noch. Was sagst du noch? Das erste und das zweite quasi. Das SL8022 Quantum. Genau. Was auch immer das ist. Wir haben nicht genügend Geld, um das zu kaufen. Ich hab geil. Gesagt, muss genügend Kredit aufnehmen. Wir könnten das Ding. Oh, das kostet 38.000. Ich weiß. Wir haben 1.000er zu wenig. Ja. Wenn du. Ja, aber passt. Ich hab sonst auch noch eine Fuhre Weizen, die ich gerade wegschaffe. Die ist gekauft, wir haben noch 4.000 im Konto. Geht alles. Naja. Da will ich mich mal einen Traktor setzen, abholen. So. Mach das. Dann könnten wir eventuell sogar, wenn nicht mehr zu tun ist, zu zweit das leerfahren oder alleine, mir egal. Egal. Will ich ja nichts sagen, weil du darfst das Wort der Folge, Herr Manager. Allerdings sind wir schon bei 18 Minuten, ich weiß nicht, wie ihr das habt. Das ist ein guter Punkt. Dankeschön, Herr. Angestellter. Herr Vertretungsmanager, bitte. Lass mal 2 Karo überwachsen, ich brauche Doppelreifen auf meinem B-Truck. Und dafür brauchen wir noch 6.000, war zu quetscht, da reichen die Lappen 4.000. Ich bin gleich da. Wenn du kurz noch 2 Minuten wartest, dann bin ich ja, sofort da. Ja, da moderiere ich dann eine Folge ab, dann mache ich das am nächsten. Oh, professionell, ich habe am Rand kaum was stehen gelassen. Ja. Gut, alles klar. Ja, okay, ja, tritt die Karte, bin ich gerade dabei. Aber. Ich drehe den Hügel hier weiter hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Wieder. Cool. Ja, macht's gut, ne? Tschüss. Cool Story, Bro. Tschüss. Ciao. Ja.